Du hast schon mal Mäuse in der Gastronomie gesehen und dich gewundert und fandest es vielleicht unhygienisch und eklig. Ich sehe so etwas regelmäßig. Wenn dich interessiert, warum, bleib dran. Hallo, Freunde des guten Geschmacks, hier ist der Olli von Kontrolle ist besser. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit die letzte Woche. Und wir wollen heute über die Mäuse in der Gastronomie sprechen. Und Mäuse in der Gastronomie sind wirklich ein Hauptproblem, gerade in so Ballungszentren Köln, Kölner Innenstadt. Mein Kontrollbezirk als Lebensmittelkontrolleur ist ja die Kölner Innenstadt, die Kölner Altstadt. Und da hat man natürlich viele Faktoren, die es wirklich begünstigen, dass sich da Mäuse gut vermehren können, dass sie sich da wirklich wohlfühlen. Wir haben den großen Fluss, eine große Kirche, mehrere nicht ganz so kleine Kirchen. Wir haben auf engstem Raum fast 2000 Gastronomiebetriebe. Wir haben viele Touristen. Wir haben natürlich auch viele Einwohner. Wir haben dementsprechend viel Abfall. Und alles Sachen, wovon die Mäuse letztendlich profitieren. Natürlich auch nicht nur die Mäuse. Ratten finden diese ganzen Zustände natürlich auch prima. Allerdings hat die Ratte ein großes Problem. Die Ratte ist zu dick und zu groß. Deswegen kommt sie nicht so gut in die Häuser rein. Und deswegen ist die Maus in der Gastronomie immer im Vorteil. Sehr viele Verbraucherbeschwerden, die Kölner Innenstadt, die Kölner Altstadt betreffen. Und wahrscheinlich auch jede andere Großstadt, auch die Innenstadtbereiche, drehen sich um Mäuse. Mäuse werden gesehen in der Gastronomie, Hinterlassenschaften werden entdeckt, manchmal werden auch nur Fallen im Gastraum entdeckt. Und wir wollen über die ganze Problematik heute mal sprechen. Und ich möchte euch erzählen, was die Mäuse für Gefahren bergen, warum die wirklich nicht in der Gastronomie rumlaufen sollten. Was ihr machen könnt, wenn ihr in der Gastronomie Mäusespuren entdeckt und was die Betreiber tun sollten, damit diese Probleme nicht entstehen. Wo ist eigentlich das Problem mit Mäusen in der Gastronomie? Klar, Ekelerregung, keiner möchte, dass eine Maus über sein Schnitzel gelaufen ist. Keiner möchte, dass eine Maus irgendwelche Hinterlassenschaften auf dem Schnitzel abgelegt hat und ja, das ist einfach ein ekliger Anblick. Neben dem Ekel gibt es natürlich auch noch wirklich die starken hygienischen Aspekte. Die Maus ist genauso wie die Ratte natürlich ein Überträger von Krankheiten. Sie haben alle möglichen Keime im Körper, im Fell, jeden möglichen Schmutz von der Straße, von der Umwelt und natürlich auch ihre eigenen Fäkalien. Und damit sind sie eben ein großes Problem in der Gastronomie, wenn ein Betrieb von Mäusen oder Schädlingen befallen ist. Dann muss er rasch und stark handeln. Und so kommt es immer wieder zu Verbraucherbeschwerden, die da lauten, ungefähr, ich habe eine Mäusefalle im Gastraum gesehen. Kann das denn sein? An der Gastronomie darf es keine Mäuse geben, also auch keine Mäusefallen. Und das ist falsch. Natürlich, sollte es keine Mäuse in der Gastronomie geben, ganz klar. Aber es gibt sie. Punkt. Und die müssen bekämpft werden eben. Und dementsprechend werden auch Fallen aufgestellt. Und eine Falle im Gastraum ist dann eher sogar ein gutes Zeichen. Dieser Betreiber hat das Problem erkannt. Vielleicht hat er auch gar kein Problem und die Falle ist nur prophylaktisch, also vorbeugend aufgestellt. Das kommt darauf an, was es für eine Art Falle ist dann. Aber die Falle, die Mäusefalle im Gastraum alleine ist schon mal kein Grund für eine Verbraucherbeschwerde. Jetzt kann es sein, dass die Mäusefalle vielleicht nicht geleert wurde und da hängt eine mumifizierte Maus drin. Dann sind wir wieder bei schlechter Hygiene und dann wird die Falle auch natürlich nicht gewartet. Das ist ein Mangel und das ist dann auch wieder eine Beschwerde wert. Darüber hinaus ist eben eine Mäusefalle im Gastraum eigentlich ein eher gutes Zeichen. Ich bekam zum Beispiel eine ganze Zeit lang immer wieder Verbraucherbeschwerden über ein Objekt, ein sehr prominentes Objekt in der Kölner Altstadt. Dort wurden immer wieder Mäuse gesichtet und durch die baulichen Voraussetzungen war es wirklich sehr, sehr schwer für die Betreiber, die Mäuse loszuwerden, fast unmöglich. Und die hatten das Problem aber vollständig auf dem Schirm.
Ja, die liefen im Gastraum rum, die Küche war sauber. Da gab es keine Beanstandungen, da wurden die dementsprechenden Maßnahmen ergriffen. Und ja, im Gastraum mit geöffneten Türen für die Außengastronomie und so ist es da natürlich doppelt und dreifach schwer, da wirklich mäusefrei zu werden. Die Hauptsache ist, dass die Küche, die Produktionsbereiche eben dementsprechend gereinigt sind und dort entsprechende Maßnahmen gefahren werden. Aber ganz klar, der Kunde ekelt sich, denkt sich, wenn sie hier im Gastraum rumlaufen, dann müssen sie im ganzen Haus rumlaufen, dann ist die Küche auch betroffen und dann möchte ich hier nichts essen. Ganz normale Schlussfolgerung kann ich verstehen. Also der Ekelaspekt ist hier wieder ganz klar. Neben dem Ekel gibt es natürlich auch noch den Verstoß der nachteiligen Beeinflussung. Und wenn dann mit dem Mäuseproblem eben nicht gut umgegangen wird, kann es eben auch dazu kommen. Sprich also nachteilige Beeinflussung, das Schnitzel, was auf der Arbeitsfläche liegt, da laufen dann die Mäuse drüber und koten das Schnitzel voll und es wird trotzdem benutzt und dem Kunden serviert. Das ist dann zum Beispiel die nachteilige Beeinflussung. Eines ist der Ekel, eine Maus, und das andere ist wirklich eine krankmachende oder ja, nachteilige Beeinflussung, die halt irgendwelche Auswirkungen auf den Kunden haben kann. Wichtig ist, wie der Betrieb damit umgeht. Hat er die Mäuseproblematik auf dem Schirm? Macht er eine ständige Prophylaxe? Schaut er, wenn er keine Mäuse hat, ob sich welche eingenistet haben, ob er welche eingeschleppt wurden? Schaut er, ob Mäuse rumrennen? Gut, das sieht man sowieso. Und schaut er regelmäßig, ob Mäuse irgendwas hinterlassen haben? Sprich also Kotspuren in Ecken oder auf Arbeitsflächen. Diese Prophylaxe, diese Vorbeugung gegen diese Schädlinge kann der Betreiber durchaus selber machen. Dafür muss er keine Fachfirma verständigen. Er muss seine Maßnahmen dokumentieren, das heißt, er muss regelmäßig aufschreiben, habe diesen Raum inspiziert und dann ist es eigentlich auch in Ordnung. Solange noch kein Befall da ist und man nur diese Prophylaxe betreibt, braucht man keine Fachfirma. Das ist anders dann, wenn es ein Mäuseproblem im Betrieb gibt. Wenn die Mäuse also da sind, dann darf eine Bekämpfung nicht mehr von dem Gastronom oder seinen Angestellten durchgeführt werden. Dann muss eine Fachfirma ran, weil bei Mäusen handelt es sich um ein Wirbeltier und da gibt es eben auch noch tierschutzrechtliche Aspekte, die da zu beachten sind. Und leider wird dann auch oft von den Betreibern das Problem auf den Schädlingsbekämpfer abgewälzt. Wenn ich also in einen Betrieb komme und frage, so wie sieht's aus mit den Mäusen, dann heißt es oft und 90% der Antwort ist dann, wir haben einen Schädlingsbekämpfer, der kommt alle x Wochen. Das ist aber nicht meine Frage gewesen. Meine Frage war, wie ist im Moment die Problematik? Gibt es im Moment Mäuse im Betrieb oder nicht? Seht ihr was? Findet ihr Kotspuren? Seht ihr die Mäuse rumlaufen? Oder ist alles ruhig und alles sauber? Ja, und die meisten sagen eben dann, ich habe den Schädlingsbekämpfer und für die oder für viele ist damit eben auch dieses Thema schon erledigt. Und das ist schon mal ein Riesenproblem. Dann ist es gerne so, dass ein Schädlingsbekämpfervertrag gemacht wird und der Schädlingsbekämpfer fein alle 4 Wochen, alle 3 Monate, wie auch immer vorbeikommt, die Fallen austauscht und das Problem schön verwaltet. Deswegen ist mein Rat an Betreiber hier auch immer, den Schädlingsbekämpfern wirklich auf die Finger zu schauen. Es gibt ganz viele Firmen. Man kann auch wirklich keine empfehlen. Es kommt immer auf den Mitarbeiter vor Ort an. Und dem sollte der Betreiber es nicht zu einfach machen. Wenn man die Schädlingsproblematik einfach nur verwalten kann oder wenn sie nur verwaltet wird und es wird sich nur noch auf diesen Schädlingsbekämpfer berufen, es werden keine eigenen Maßnahmen ergriffen, dann wird man das Problem auch niemals in den Griff bekommen. Gut, Schädlingsbekämpfer ist jetzt im Haus. Bekämpfung wird durchgeführt mit Schlagfallen oder mit Giftködern oder wie auch immer. Und nun ist es am Betreiber eben auch dann die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten. Das heißt, tägliche Sichtungen, wie sieht es aus vor Arbeitsbeginn? Weil viele Betriebe, die abends reinigen, die ein bauliches Problem haben, gerade in Altstädten, in alten Städten und alten Gebäuden, ja, wann kommt die Maus raus? Die Maus kommt natürlich raus, wenn in der Küche und im Betrieb die Lichter ausgehen.
Wenn die sich sicher fühlen, dann kommen die raus, nachts, spät in der Nacht, und schauen, was denn für sie übrig geblieben ist. Und dann ist es so, wer dann abends schon mal gut sauber gemacht hat, dass keine Pommes, keine Nudel mehr in der Ecke rumliegt, dann verlieren die Mäuse eventuell auch das Interesse an dem Betrieb. Warum ist die Maus im Betrieb? Sie möchte natürlich ein warmes Plätzchen haben auf der einen Seite und sie sucht Futter. Eine Maus, die braucht nur 3 Gramm Futter am Tag, und wenn dann eine Pommes oder eine Nudel in der Ecke liegt, ist das natürlich ein Riesenfest, dann holt die ihre Freunde und dann feiern die eine schöne Party. Deswegen ist es ganz wichtig, solange man noch kein Problem hat, und die Mäuse werden irgendwie eingeschleppt, wodurch auch immer, durch die offene Terrassentür, vielleicht wird im Gebäude nebenan eine Baustelle eröffnet. Und die Mäuse, die bis dahin da wunderbar jahrelang gelebt haben, haben plötzlich kein Zuhause mehr und die suchen sich ein neues. Und wenn man dann eben vielleicht ein bisschen was schmuddelig ist, wenn die Pommes in der Ecke liegt, wenn die Nudel da rumliegt, ein bisschen Tomatenkleckse und ein bisschen Schmodder in der Ecke, das essen die Mäuse. Das finden die toll und dann kommen die rüber. Und wenn man ihnen das Leben auch noch sehr angenehm macht, sie nicht weiter groß bekämpft oder dementsprechend nicht sauber macht, ihnen Rückzugsmöglichkeiten bietet, zugestellte Kellerräume, Kartonorgien in Räumen, an den Mülltonnen, wie auch immer. Da nisten sie sich dann gerne ein, holen sich noch ein bisschen was Nistenmaterial aus Dekogegenständen und dann bekommt man langsam ein richtiges Problem, wenn sie sich nämlich einmal eingenistet haben und anfangen, Junge zu produzieren. Das geht recht schnell und sehr viel. Dann wird mit der Lage nur noch sehr, sehr schwer Herr. Das heißt, man muss erstmal verhindern, dass überhaupt Mäuse in den Betrieb kommen, sofern man noch keine Mäuse hat. Natürlich schwer bei offenen Terrassentüren, offenen Eingangstüren. Da wird immer mal wieder die eine oder andere Maus vielleicht reinschauen. Das wird passieren. Wichtig ist nur, dass die sich eben nicht wohlfühlt und auch wieder abhaut. Man muss hier wirklich nach der Devise verfahren, lieber Gott, bitte zünde mein Haus nicht an, nimm das des Nachbarn. Die Maus, die jetzt aber Futter findet und Rückzugsmöglichkeiten, die nistet sich eben ein. Vielleicht hat man ja auch ein Gebäude, wo eben schon seit Jahrzehnten vielleicht eine Mäuseproblematik herrscht. Wenn Mäuse im Gebäude sind, ist das erstmal auch nicht schlimm. Ständige Bekämpfung ist eben wichtig, die Reinigungsarbeiten nach Betriebsschluss. Und dann ist es wichtig, dass man morgens vor Produktionsbeginn den Betrieb sichtet. Auf Mäusespuren, auf Mäuse selber, wie auch auf Mäusekot. Dass man betroffene Bereiche reinigt, desinfiziert und dann kann man ja auch wieder dort loslegen. Dann ist es ja kein Problem mehr. Nur wenn man die Mäuse scheiße einfach liegen lässt, dann entwickeln sich große Probleme, vor allen Dingen mit der Lebensmittelüberwachung und der Hygiene im Betrieb. Schadnagerspuren im Betrieb sind ein Gesundheitsrisiko und damit eine Straftat. Und mit einem einfachen Du-Du-Du ist es hier wahrscheinlich schon auch nicht getan. Hier wird dann bei einem verkoteten Betrieb eben dann auch bestimmt eine Betriebsschließung erfolgen mit Nachkontrollen, Anordnung der Reinigung, Anordnung der Vernichtung von offenen Lebensmitteln und einem anschließenden Prozess vor Gericht mit Richter, Staatsanwalt und allem, was dazugehört. Es ist aber auch ganz klar, dass es wirklich schwer ist, Mäuse aus dem Betrieb vollkommen rauszuhalten. Die schon erwähnten offenen Türen, Terrassentüren, all sowas, natürlich, klar, da läuft eine Maus so rein. Aber selbst in verschlossenen Räumen kann sich eine Maus sehr, sehr schnell Zutritt verschaffen. Zum Beispiel ist es so, dass das breiteste an der Maus der Kieferknochen ist. Und die kann ihr Hüftgelenk ausklappen. Das heißt, sobald der Kopf irgendwo durch einen Ritz durchgesteckt ist, flutscht der Rest quasi hinterher. Die Maus ist so gut wie blind, die orientiert sich anhand ihrer Schnauzhaare und läuft naturgemäß, instinktmäßig immer an der Wand lang. Und wenn sie dann da ein Loch findet, wird sie eben auch instinktmäßig darin verschwinden. Die Maus hat keinen Schließmuskel. Das heißt, sie verliert Kot und Urin, wo sie geht und steht. Die Kotspuren können wir wieder sehen. Und die Urinspuren sind natürlich immer nur kleinste Mengen, sieht man nicht. Irgendwann, wenn es viel ist, riecht man es vielleicht.
Aber sichtbar machen kann man es dann eventuell unter Schwarzlicht. Ja, und anhand dieser Spur, die die eine Maus hinterlässt, orientiert sich auch die nächste. Und so entstehen dann nach und nach richtige Mäuseautobahnen. Dann kann man neben dem Kot und dem Geruch, sieht man dann eben auch an den Wänden so Schmauchspuren von dem Dreck, den die in dem Fell haben. Und ja, dann kann man wirklich so schön die Laufwege der Mäuse verfolgen. Für Betreiber bedeutet dies eben, diese Autobahnen müssen unterbrochen werden. Baulücken müssen geschlossen werden, müssen verspachtelt werden, und diese Autobahnen müssen regelmäßig gereinigt werden. Und man kann diese Geruchsstoffe anhand deren sich die Mäuse orientieren, auch mit Alkohol aufbrechen zum Beispiel. Das heißt, Kot entfernen, die betroffenen Bereiche mit reinem Alkohol aussprühen und dann können sich die Mäuse zumindest nicht mehr so leicht orientieren im Betrieb. Wenn nun also ein betroffener Betrieb vernünftig mit der Mäuseproblematik umgeht, sofern er eine hat, das heißt, wenn er bekämpft, wenn er abends nach Produktionsschluss die Küche ordentlich reinigt, dass keine Pommes, keine Nudeln mehr irgendwo rumliegt, dass er morgens vor Produktionsbeginn seine Produktionsbereiche sichtet, gegebenenfalls reinigt und desinfiziert, wenn er versucht, die Laufwege zu unterbrechen, wenn bauliche Mängel immer wieder behoben werden, was ein ständiger Prozess ist. Die Maus sucht sich natürlich Lücken, irgendwelche Anpackpunkte und frisst sich selbst wieder durch die Mäuer durch. Das ist ein ständiger Prozess, den muss man immer im Auge behalten. Aber wenn diese Maßnahmen umgesetzt werden, diese Sauberkeit mit der Bekämpfung, mit den einschlägigen Maßnahmen, dann kann man ein Mäuseproblem in den Griff bekommen. Und selbst wenn man das Problem als solches nicht in den Griff bekommt, ist eine Produktion von Lebensmitteln in derart überwachten und gereinigten Räumen dann auch wieder kein Problem. Das mag für manchen unbefriedigend sein, aber die alleinige Anwesenheit von Mäusen ist kein Grund, einen Betrieb zu schließen. Eine Betriebsschließung müssen wirklich schwere hygienische Mängel vorhanden sein und eine Gesundheitsgefahr. Und diese Gesundheitsgefahr ist eben nur durch die reine Anwesenheit von Mäusen in dem Gebäude oder in dem Bereich nicht gegeben. Und wenn du irgendwelche Erlebnisse in der Gastronomie mit Mäusen oder Ratten oder anderen Schädlingen hattest, erzähl sie doch in den Kommentaren. Wenn es dir gefallen hat, drück die Glocke und lass gerne ein Abo da, damit du auch in Zukunft keine Folge von Kontrolle ist besser verpasst. Lasst euch den Appetit nicht verderben. Bis bald, euer Olli. Ciao.